Moin moin und hallo zu einem neuen Hörbericht von Mystery Facts. Der Buchstabe F. Um diesen dreht es sich in diesem Bericht. Im Alphabet der Traumsymbole, Orte und Zeiten. Es gibt wohl eher düstere Begrifflichkeiten unter diesen Buchstaben. Im nun folgenden Hörbericht werdet ihr mehr erfahren. Viel Spaß beim Zuhören. Wir kommen stetig voran bei dem Durchstreifen eures Traumalphabets. Dieser Bericht wird sich mit den Buchstaben F und den darunter befindlichen Orten und Zeiten beschäftigen. Anders als in den bisherigen Hörberichten dieser Rubrik werden wir hier nicht nur 5, sondern gleich 7 Begriffe erläutern, da sonst zu viele ausgelassen werden unter diesen Konsonanten. Es gibt viele erfreuliche wie auch beängstigende Traumbilder, denen wir nun nachgehen werden. Lasst uns keine Zeit verlieren. Die Falle. Das Befinden in einer schwierigen Situation. Gefangen sein. Eingeengt in der Bewegungsfreiheit. Wer im Traum in eine Falle tritt, sollte im Wachzustand im Alltag umsichtiger sein. Vielleicht war man zu gutgläubig mit einer vertrauten Person. Oder eine nicht wohlgesonnene hat sie in die Bredouille gebracht. Aufschluss geben hier weitere Objekte oder Hinweise im Traum, die eine Aussage darüber treffen, welche Situation gemeint sein könnte. Der Flur. Dieser Traumort kommt häufiger vor und ist unmittelbar dadurch zu verstehen, ob dieser ein Ausweg ist oder ein weiterer Gang in einem Gebäude, ob die Lichtverhältnisse vertrauenserweckend oder abweisend sind. Fühlst du dich dort wohl oder fühlst du dich beobachtet? Diese Faktoren geben dem Ort ihre Aussagekraft, mit dem Rückschlüsse auf den Alltag möglich sind. Freudenhaus. Ein Ort der Enttabuisierung. Wer sich hierhin begibt, hat Sehnsucht, sexuelle Wünsche auszuleben. Der Unterschied besteht jedoch darin, ob man Besucher oder Besitzer des Hauses ist. Wenn man als Besucher dorthin gelangt, sollte man die Gefühle bzw. Aktionen, die im Traum geschahen, analysieren. Als Besitzer scheinen zumeist die auftretenden Personen im Vordergrund zu sein. Grob zusammengefasst steht der Besuch für die sexuelle Sehnsucht, der Besitz für die sexuelle Auslebung. Anzutreffende Personen können den unterbewussten Wunsch äußern, mit eben diesen intim zu werden. Das Traumbild erscheint Männern wie Frauen gleichermaßen. Die Zahl 5. Bedeutend für Symmetrie und Harmonie. Der natürliche, ausgewogene Mensch empfindet diese Zahl als authentisch. In betreffenden Situationen ist sie ein Garant dafür, das Richtige zu tun. Im fernöstlichen Bereich steht sie für die Mitte. Im Traum verweist sie auf das Wesentliche. Auch das Pentagramm kann hier als Andeutung der Zahl interpretiert werden. Fäulnis. Ein Traumsymbol des zeitlichen Verfalls. Es weist auf das Unbewusste, Schleichende hin. Das Verfaulen von Lebewesen oder Essen verweist auf die Vergänglichkeit und Sterblichkeit allen irdischen Lebens hin. Oft werden in Albträumen verdorbene Dinge bemerkt. Sie machen träumende Personen darauf aufmerksam, welche Eigenschaften von sich im Begriff sind, zu verfallen. Einst positive Gefühle oder Eigenarten kommen zu kurz. Es besteht die Befürchtung, etwas vollkommen zu verlieren. Daraus resultieren womöglich der Niedergang einer Freundschaft. Man verliert eine Person aus den Augen, loslassen oder nochmal Kontakt aufnehmen. Auch besteht die Fäulnis darin, Angst vor Krankheiten zu haben. Und auch den darauffolgenden Versterben. Das Fest. Gönnung nach getaner Anstrengung. Im Leben wurde etwas zur positiven Vollendung gebracht. Es findet ein reger sozialer Austausch statt. Im Traum wird viel kommuniziert, gelacht und ausgiebig genossen. Freude am Leben. Eine Feier deutet im Gesamtbild auf das Erreichen von Zielen hin. Dies kann die Gefühlswelt von träumender Person sein, oder auch etwas, was das Eigentum betrifft. Der Friedhof. Ein Ort der Ruhe und des Todes. Man verabschiedet sich von einer Person.
oder man ist selber diese, die zu Grabe getragen wird. Der Traumort versinnbildlicht die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Ist man eventuell überarbeitet oder überfordert? Wenn an diesem Ort bereits verstorbene Angehörige oder Bekannte auftauchen, kann je nach bestehender Beziehung zu Lebzeiten der Friedhof durchaus als positives Traumbild verstanden werden. Es ist auch der typische Ort für Geisterwesen. Je nach Erscheinungsbild kann der Ort ein gutes wie auch schlechtes Omen sein.